Das heutige Video ist ein Interview und zwar mit Lea Giltjes. Sie ist E-Mail-Expertin und wir sprechen über das Thema, wie du Follower in Kunden verwandelst. Das war ja eine meiner größten Herausforderungen, als ich 2016 gestartet bin. Hallo und herzlich willkommen heute im Interview mit Lea Giltjes. Lea ist E-Mail-Marketing-Expertin, also so nehme ich sie von außen wahr, weil sie mir da auch viel geholfen hat, also sehr eine gute Quelle. Und ich habe schon, glaube ich, 2 Interviews mit Lea gemacht, weil ich Lea einfach schon länger kenne. Lea, stell dich gerne selber vor. Ja, hallo und schön, dass ich mal wieder hier bei dir im Interview sein darf. Wie du schon sagst, wir haben es schon ein paar Mal gemacht und freue mich jedes Mal, dass du mich wieder fragst, ob ich dabei sein möchte. Genau, ich bin Lea und ich habe seit über 4 Jahren arbeite ich jetzt mittlerweile online und habe einen großen Blog aufgebaut und da eben auch eine große E-Mail-Liste und habe mittlerweile auch noch eine zweite Webseite, für die ich eine E-Mail-Liste aufbaue, also mache einfach im Prinzip genau das Gleiche, nur mit einem anderen Thema. Und genau, ich arbeite mit Leuten quasi an ihrer E-Mail-Marketing-Strategie und berate sie da. Ja, das mache ich so. Genau, mich hast du da auch beraten. Und Lea ist so oft hier, weil ich sie immer wieder bete, wo wir immer sagen, es ist das letzte Mal, Iris. Ich kann sie ja jetzt schon. Ihr merkt es ja auch, die bei mir im Newsletter drin sind, dass es ja geht. Weil Lea wieder bei der Online Business Class, wir haben gesagt, das letzte Mal dabei ist. Genau. Erzähl noch, also du hast ja auch ein bisschen, wie du in die Selbstständigkeit gestartet bist. Du hast ja da auch wirklich voll die krasse Performance hingelegt. Ja, das war mehr so ein, also wie das gestartet hat, das war mehr so eine, ach, ich mache das einfach mal, das wäre eigentlich ganz cool, weil ich halt, als ich noch studiert habe, als ich ein Praktikum gemacht habe, habe ich halt gemerkt, dass ich auf gar keinen Fall in so einem 40-Stunden-Bürojob arbeiten möchte. Habe ich aber gemerkt, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und dann habe ich halt gedacht, so ein Blog wäre eigentlich ganz cool, so, weil ich gerne schreibe und irgendwie da so ein bisschen Spaß dran hatte. Und dann hatte ich irgendwann auch eine Idee für ein Thema. Und dann habe ich das halt mit einer Freundin zusammen, haben wir einfach gesagt, komm, wir probieren es halt einfach mal aus. So. Und mein Hintergedanke war schon immer, ich möchte daraus auch wirklich ein Business machen. Also ich möchte damit wirklich Geld verdienen. Aber ich hatte halt am Anfang noch nicht so richtig einen Plan, wie genau. Und ich hatte halt überall immer gelesen, so, ja, wenn man irgendwie aus dem Blog ein Business machen will, dann braucht man dafür halt eine E-Mail-Liste. Und weil ich das überall gelesen hatte, haben wir halt von Anfang an diese E-Mail-Liste aufgebaut. Und ich hatte aber zu dem Zeitpunkt noch überhaupt keine Ahnung, was man eigentlich mit dieser E-Mail-Liste macht, also warum das so wichtig ist. So, da habe ich ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen. Aber ich habe es halt von Anfang an gemacht und das war im Endeffekt halt Gold wert, so, weil wir dann wirklich von Tag 1 an ja, Kontakte hatten in unserem Newsletter, die ja, den wir schreiben konnten. Und ja, das hat irgendwie sehr gut funktioniert dann. Ja, Lea ist vor allem auch dabei, weil Lea wirklich, also oder ihr beide sehr professionell das aufgebaut hat, weil ihr wirklich Pinterest groß gemacht habt, gut bei Google wart. Also ich sage immer SEO, SEO, SEOs. Deshalb läuft euer Projekt auch noch so gut. Ja. Obwohl ihr jetzt nicht mehr so viel darin, also da rein investiert, dass es punktkariert heißt, der Blog, soll ich schon sagen. Stimmt. Und ja, genau. Und so konntest du halt deine E-Mail-Liste aufbauen. Wir waren, glaube ich, bei 12.000 Newsletter-Abonnenten. Also es waren sogar 13.500 am Ende. 500. Also ich glaube, jeder, der Online-Marketing macht, kriegt jetzt Dollar-Augen. Und mir war das so wichtig bei der Online-Business-Class, weil ich es unterschätzt habe, weil ich zuerst zu sehr auf Social Media war. Und erst dann gemerkt habe, als mir halt alle gesagt haben, ja, Iris, du brauchst eine E-Mail-Liste, du brauchst eine E-Mail-Liste, ist aber bei Iris Landschaften, bei Iris Winkenbach habe ich das auch dann von Anfang an richtig gemacht, mit einem Newsletter gestartet bin. Und das ist eigentlich das Thema, für das ich dich eingeladen habe, weil es geht darum, wie schaffe ich es eigentlich als Follower einen Kunden zu machen? Was rätst du da deinen Kunden, wie man das schafft? Also ist natürlich ein relativ großes Thema und ist auch ein langer Prozess so. Also generell ist ja, ja, E-Mail-Listenaufbau ist halt was, was man jetzt nicht einmal macht und dann ist es irgendwie abgeschlossen. So, sondern es geht natürlich immer darum, auch kontinuierlich, das ist halt super wichtig, auch wenn man halt
kontinuierlich neue Kunden gewinnen will, dass man auch wirklich kontinuierlich neue Kontakte in den Newsletter kriegt. So, also das ist erstmal, finde ich, der allerwichtigste Schritt, dass man da halt so eine, ja, so einen Prozess reinkriegt, dass es wirklich halt so läuft, dass immer weiter Leute in den Newsletter reinkommen, neue Leute, die man dann halt auch zu Kunden machen kann, weil wenn man halt irgendwie, weiß ich nicht, 500 Kontakte zum Beispiel hat und launcht irgendwie was, zum Beispiel einen Online-Kurs wie du, so, und dann werden Leute kaufen und manche werden nicht kaufen, so, und das kannst du halt ein paar Mal machen, aber wenn du halt immer nur die gleichen 500 Leute drin hast, dann haben irgendwann alle gekauft, die halt kaufen wollen, so. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall, deswegen ist das der erste Schritt, auf jeden Fall sich ein System aufzubauen, über das halt kontinuierlich neue Leute in diese Liste reinkommen. So, das ist schon mal der allererste Schritt, das ist die wichtigste Basis. Und dann ist ein sehr wichtiger Punkt auch, dass man dann wirklich über einen langen Zeitraum sehr regelmäßig Newsletter schreibt. Also, dass die Liste quasi warm bleibt, sagt man ja, ne? Wenn Leute sich irgendwie angemeldet haben und Interesse gezeigt haben an einem Freebie zum Beispiel oder generell am Newsletter, an dem Thema, dann spricht man ja von warmen Kontakten. So. Und es ist halt ganz wichtig, dass man diese Leute quasi auch warm hält und sie nicht kalt werden sozusagen und sich vielleicht nicht mehr so richtig erinnern, wer man jetzt eigentlich genau ist und was man anbietet und so, sondern dass sie wirklich irgendwie ja ein sehr hohes Engagement zeigen. Also dass sie gerne die E-Mails lesen, dass sie ja ein gewisses Vertrauen auch natürlich aufbauen zu einem. Und dafür ist es halt total wichtig, regelmäßig E-Mails zu schreiben, und zwar über einen langen Zeitraum. Also ein Monat regelmäßig reicht nicht, sondern wirklich langfristig. Gut, also ich habe da rausgehört, es geht vor allem um Newsletter-Geschichten, um E-Mails. Was ist überhaupt ein Newsletter oder was auch ein, also einmal das zu sagen, weil bei mir oft auch gefragt wird, was ist ein Board? Also wir wissen jetzt noch nicht genau, wer dieses Video schaut. Also was ist ein Newsletter und was macht einen guten Newsletter aus, so die Geschichten? Also Newsletter oder das, was ich als Newsletter definiere, sind halt die E-Mails, die man, ich sag mal, manuell an seine E-Mail-Liste verschickt. So, also bei Punkeriert zum Beispiel war das halt jeden Sonntag so. Wir haben jeden Sonntag um 18 Uhr haben wir eine E-Mail geschickt an unsere E-Mail-Liste und haben da zum Beispiel neue Blogartikel vorgestellt oder neue Angebote im Shop oder neue Videos oder irgendwas so. Und das war quasi unser Newsletter. So, ich habe jetzt für mein E-Mail-Marketing-Beratungs-Business quasi, habe ich auch einen Newsletter, den schreibe ich zum Beispiel dreimal die Woche. Also das im Endeffekt, ja, ist die Frequenz, ne, also wie häufig man die Newsletter schreibt, kann auch unterschiedlich sein. Also es gibt da jetzt keins so, das ist gut und das ist schlecht. Wichtig, und das macht halt meiner Meinung nach auch einen guten Newsletter aus, ist, dass es halt auf jeden Fall, wie ich gerade gesagt habe, eine Regelmäßigkeit gibt. Also mindestens alle zwei Wochen, besser aber mindestens einmal die Woche eigentlich, sollte man auf jeden Fall seinen Newsletter schreiben. Und ja, was macht einen guten Newsletter aus? Kommt immer so ein bisschen natürlich drauf an, was man anbietet und wer so die Zielgruppe auch ist. Ich finde, einen guten Newsletter macht auf jeden Fall Persönlichkeit aus. Also ich will irgendwie, ne, wenn ich von jemandem den Newsletter abonniere, dann will ich da Persönlichkeit drin sehen, dann will ich, dass die E-Mails mich ein bisschen unterhalten, so, ne, also dass ich jetzt nicht irgendwie, dass ich sie auch wirklich lese und dass ich nicht irgendwie denke, oh, schon wieder ein Newsletter von der, lösche ich oder melde mich ab oder keine Ahnung was. Also ich will mich gut unterhalten fühlen, ich will da Persönlichkeit drin haben und ich will das vor allem regelmäßig haben. Ja. Also ich bin langsam dran, das regelmäßig reinzubringen und ich habe das Format der Monatszusammenfassung und glücklicherweise, das funktioniert richtig gut. Da kommt halt mal einer und der ist halt dann vollgestopft. Also ist einfach so. Aber also ich kriege immer Feedback drauf und da muss ich sagen, habe ich endlich mal ein Format gefunden, was die Leute auch wissen. Also Ende Monat denken die, oh, jetzt kommt eine Monatszusammenfassung. Und ja, das funktioniert mal gut. Und ich mache ja auch bei der Gärtnerei Newsletter-Marketing so in dem Stil. Und das denkt man, ist ja gar kein Online-Business. Und das funktioniert auch super und eben, während Corona hat uns ja das den Hintern gerettet, so in dem Stil, weil wir da mit unseren Kunden kommunizieren konnten. Und auch da, also ich muss sagen, ich habe immer noch Leute, die Shops haben. Also man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht nur, also ich melde mich immer von Newslettern ab, wo ich nur so die Angebote sehe und fertig. Bei der Gärtnerei gibt es einfach Text und dann noch so
zwei, drei Bilder, aber das wirken alles so unglaublich mehrwertig. Also das lohnt sich. Genau, das ist halt das, was ich gerade auch meinte mit, ich will halt unterhalten werden. Mhm. So, wenn ich eine E-Mail öffne und mir jemand direkt irgendwie ins Gesicht knallt, was ich hier kaufen kann, dann interessiert mich das nicht. So, dann will ich das nicht haben. Wenn aber jemand erstmal irgendwie mit einer Geschichte startet oder mir irgendwas, keine Ahnung, irgendwas Interessantes erzählt, so irgendwas, was er oder sie erlebt hat, weiß ich nicht, irgendwas, was halt so ein guter Einstieg ist, so, dann kann man da von da auch gut überleiten ins Verkaufen. So, also darum geht's ja gar nicht. Aber es ist halt dieses, was halt auch viele Leute mit Newslettern einfach verknüpfen, das sind halt oft diese E-Commerce-Sachen von irgendwie Online-Shops, wo du wirklich einfach nur Werbung für irgendwelche Produkte drin hast, so. Und das ist einfach nicht interessant, so. Aber ein guter Newsletter hat halt irgendwie auch ein bisschen Storytelling mit drin und ja, lässt sich einfach gut lesen. So, das finde ich halt wichtig. Ja, also super. Ich kann das nur unterschreiben. Ja, ich glaube, das Thema, was ist Newsletter-Marketing? Also, was ist E-Mail-Marketing und wie funktioniert es? Wenn du noch was hast, gerne sagen. Und sonst, ihr habt schon verstanden, vielleicht auch, was muss man da technisch tun, um überhaupt sowas zu kriegen? Kann ich jetzt einfach mit meiner privaten E-Mail-Adresse Leute anschreiben? Bitte nicht. Also genau, man braucht auf jeden Fall ein E-Mail-Marketing-Tool, also ein Tool, eine Software quasi, wo die Kontakte gespeichert werden und über das man dann eben auch seine Newsletter verschickt. Wir beide benutzen ConvertKit. Mhm. Das funktioniert sehr gut. Das ist mein Favorit. Das empfehle ich immer gerne. Es gibt aber auch noch ganz viele Alternativen. Und genau, da meldet man sich quasi an, erstellt den Account und dann braucht man halt Anmeldeformulare, die man auf seiner Webseite einbindet, über das die Leute sich dann eben eintragen können und dann landen sie quasi in dem E-Mail-Marketing-Tool und dann kann man eben nach dem Double Opt-in, also nachdem sie ihre E-Mail-Adresse nochmal bestätigt haben, dann kann man ihnen Newsletter schreiben. Also Lea hat euch jetzt gerade noch das Rechtliche dazu empfohlen, also eben Double Opt-in und die Leute müssen sich selber eintragen, die Geschichten, also eben, weil oft hat man so einen Beigeschmack oder ich hatte das eben 2016, ich dachte, ich darf doch die Leute nicht anschreiben, aber wenn die mir sagen, hey Iris, schreib mich an, ist das natürlich was ganz, ganz anderes. Ja. Und ich hatte echt lange eine Blockade und habe das dann einmal eingebaut und dann kamen schon die Leute und haben geschrieben, hey, wieso kriege ich keine E-Mails? Also die genau. Wollen danach was kriegen. Genau, und das ist halt ein ganz wichtiges Mindset, finde ich, fürs Thema E-Mail-Marketing, weil ich höre das ja auch ständig irgendwie von Leuten, die halt sagen, ja, aber ich will halt keine E-Mails schreiben, die nerven, so. Wo ich mir denke, also erstens, du kannst ruhig gerne davon ausgehen, dass deine E-Mails gut sind, wenn du sie schreibst, so. Und zweitens, wenn Leute sich halt eintragen, dann wollen sie ja wirklich E-Mails haben. Also sie tragen sich, da steht ja, trag dich hier für meinen Newsletter ein. Und wenn Leute sich da eintragen, dann wollen sie die E-Mails ja haben. Und dann gibt es überhaupt keinen Grund zu sagen, ach nee, das ist zu viel oder ich schreibe mal lieber nicht oder so, sondern do it. Also die Leute haben gesagt, sie wollen es haben und dann soll man es auch machen. Und eben, es gibt, also wir haben ja beide ConvertKit und da kann man einfach auf Abbestellen klicken. Also ein Klick für den Kunden oder den zukünftigen Kunden. Und also wenn man mit einem Klick irgendwas bestätigen kann, dann ist es ja, dann will er das. Ja. Genau. Genau. Wie kann mich Pinterest-Marketing unterstützen im E-Mail-Marketing? Also wie kriege ich da eine Liste voll? Weil du hast ja gesagt, es braucht immer neue Leute und deshalb sei Social Media schwierig. Genau, das ist halt, also Pinterest ist dafür da, oder ich habe Pinterest immer so benutzt, dass es mein Ziel dabei war, so viele Leute wie möglich auf die Website zu holen, auf meine Blogartikel, damit sie sich eben dann für meine E-Mail-Liste eintragen. Denn das ist im Endeffekt immer das Hauptziel, was ich habe, wenn halt Leute auf meiner Webseite sind, dann sollen sie sich eben für den Newsletter eintragen. Und Pinterest ist eben unheimlich stark darin, eben dafür zu sorgen, dass immer weiter Leute auf die Webseite kommen, weil es ja eben kein Social Media ist, kein soziales Netzwerk, sondern eben eine Suchmaschine. Und deswegen sind halt, also Pinterest und Google sind halt für mich definitiv, ist immer das, worauf ich eigentlich meinen Fokus lege, weil das halt eben, wenn man da gut rankt so und wenn man hoch in den Suchergebnissen angezeigt wird, dann ist das einfach über Jahre eine Quelle für Besucher quasi, die auf die Webseite kommen. Also das sehe ich ja bei Punkeriert. Da gibt es halt Blogartikel, die habe ich jetzt vor über 4 Jahren geschrieben und die bringen mir immer noch 4-stellige Aufrufe im Monat, auch wenn ich jetzt nichts mehr dafür mache.
Und das kann halt nur eine Suchmaschine wie Pinterest so. Und deswegen ist es halt so essentiell auch fürs E-Mail-Marketing, weil, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, ne, du brauchst halt immer weiter Leute auf deiner Webseite und Suchmaschinen machen eben genau das, ohne dass man halt auch Geld investieren muss zum Beispiel. Also man könnte ja auch dauerhaft Anzeigen schalten, da muss man aber immer weiter Geld investieren und Suchmaschinen da halt nicht. Es läuft halt alles organisch. Ja, also super gesagt. Ich habe jetzt eine persönliche Frage. Ich habe im Webinar mit den Leuten meine Statistiken von meinem Blog gezeigt, da Irislandschaften. Und bei mir ist so, also ich bespiele den wirklich seit 3 Jahren nicht mehr und der wächst. Also die Besucher, ist das bei euch auch so? Oder was? Bei uns ist es tatsächlich ein bisschen saisonal. Also jetzt ist halt Sommer, jetzt ist nicht so super viel los. Also immer noch okay so. Es melden sich immer noch jeden Tag Leute für den Newsletter an. Aber wir sehen das ganz krass tatsächlich, dass es so November, Dezember, Januar ist bei uns eigentlich die Hochsaison, weil es geht ja um Bullet Journaling, also um so ein im weitesten Sinne Kalenderthema, sage ich mal. Und da ist halt um den Jahreswechsel rum, ist da immer am allermeisten los. Und da haben wir jetzt auch quasi im letzten Winter wieder gesehen, dass da auch die Zahlen wieder hochgegangen sind wie sonst was, obwohl wir im Jahr vorher wirklich fast nichts auf der Seite gemacht haben. Also das war wieder absolut faszinierend, aber es funktioniert halt einfach. Ich wollte es halt wissen, weil ich nicht weiß, ob Corona meinen Blog so hochgepusht hat oder nicht. Aber wenn glaube ich schon auch, dass es mit reinspielt. Also wahrscheinlich eine Mischung aus beidem, könnte ich mir vorstellen. Okay. Also, weil es ist wirklich so bei mir, dass es mega wächst. Und dann haben halt viele gesagt, ja, wegen Corona, die Leute sind halt alle im Garten. Aber ich denke mir so, ich mache schon wirklich lange nichts und irgendwie kommt keine Konkurrenz und nimmt mir den ganzen Traffic weg oder so. Das okay, also wir haben gelernt, das ist sehr langfristig. Man kann aber eben mit Pinterest E-Mail-Liste, also wahrscheinlich eines der einzigen Social Medias, mit dem man die E-Mail-Liste wirklich hochkriegt. Und ihr lernt das dann auch. Reicht es nicht, das ist auch immer eine Frage, reicht es nicht völlig aus, wenn ich nur einen Instagram-Kanal habe, um zu verkaufen? Also ist es für einen Unternehmer sinnvoll oder nicht, oder für eine Selbstständige? Also ist schwierig, so das so pauschal einfach zu sagen, so ist es und so nicht. Also ich kenne Leute, die verkaufen super erfolgreich über Instagram. Ich würde einfach nur mich nicht darauf verlassen, so. Weil das Problem ist halt, dass man bei Instagram hat man einfach nicht die Kontrolle. Also Instagram gehört einem nicht, die Follower gehören einem nicht. Das kann halt theoretisch, ist sehr unwahrscheinlich, aber theoretisch könnte das von heute auf morgen alles weg sein. So, und was machst du dann? So. Und bei einer E-Mail-Liste ist es halt anders, weil diese Kontakte, die gehören quasi dir so. Und selbst wenn dein E-Mail-Marketing-Tool sagt, wir hören auf, dann kannst du die Kontakte einfach exportieren und bei deinem neuen Tool wieder hochladen und kannst genauso weitermachen wie vorher. Mhm. Also man macht sich halt mit einer E-Mail-Liste unabhängig von Sachen, die man einfach nicht kontrollieren kann, wie eben Social Media so. Und wenn man jetzt aber sowas wie Instagram zum Beispiel gerne benutzt und Spaß daran hat, dann kann man das ja immer noch zusätzlich machen. Also da spricht ja dann überhaupt nichts dagegen. Ganz persönlich finde ich es einfach nur anstrengend so. Also es ist überhaupt nicht meins und deswegen mache ich es auch nicht. Aber ich meine, wenn man es gerne macht, so warum nicht? Wichtig ist halt, dass man nicht nur das macht und sich eben zu sehr darauf verlässt. Also das wäre halt, würde ich nicht empfehlen, sagen wir es mal so. Und Instagram ist halt wirklich leider nichts Langfristiges. Also im Sinn von Instagram ist mega cool, gerade wenn ich was Schnelles will. Also jetzt während dem Launch bediene ich auch jetzt wieder Instagram. Und aber ich meine, wie soll ich sagen, es ist aber nicht so, wenn ich Instagram halt nicht benutze, dann kommt auch keine Anfragen rein. Und bei Pinterest wirklich 100% anders. Also das kommt jemand auf deinen Pin, weil er sucht und nachher kommt die Anfrage und du denkst, oh, ich habe hier das gar nicht mehr bestimmt, Bild, ach, wie cool. Ja, genau. Das ist halt so das Ding, weshalb ich auch sage, ich stecke meine Zeit und meine Energie lieber in Sachen, die mich langfristig weiterbringen, in Blogartikel, in auch YouTube-Videos zum Beispiel. YouTube ist ja auch eine Suchmaschine so. Und ich stecke das lieber da rein und gucke halt, dass ich die Leute dann auf meine E-Mail-Liste kriege, weil Blogartikel können, wie ich gerade gesagt habe, auch in Jahren immer noch gefunden werden. Und Instagram-Posts halt nicht. Also für einen Instagram-Post interessiert sich halt morgen, spätestens übermorgen, einfach keiner mehr. Und dann denke ich halt, investiere ich meine Zeit lieber in Sachen, die mich wirklich langfristig voranbringen. Jetzt machen wir einfach mal 3 Fallbeispiele durch und du sagst mir, was du mir da raten würdest. Also ich habe einen Blog und schon dank Iris Tipps einen tollen
Pinterest-Account, der mir Sichtbarkeit und Webseitenbesucher schenkt. Doch die Kunden bleiben irgendwie aus. Also ich sage mir, Pinterest funktioniert, da gibt es Traffic und was passiert dann auf meinem Blog? Also was müsste ich jetzt machen, um Kunden zu generieren? Also ich würde erstmal gucken, dass halt wirklich in jedem Blogartikel und da, wo die Leute halt sind, das kann man ja in Analytics zum Beispiel angucken, dass man sich guckt, auf welchen Seiten sind denn die Leute wirklich und welchen Blogartikeln, dass man in jedem Blogartikel mindestens ein Anmeldeformular für den Newsletter drin hat und halt nicht so in der Sidebar oder so oder nur auf der Startseite, sondern im Blogartikel und zwar möglichst weit oben, also so nach den ersten 5, 6 Absätzen oder so, dass man da ein Anmeldeformular für den Newsletter drin hat, damit man halt diesen ganzen Traffic schon mal in die E-Mail-Liste quasi reinholt. Also das auf jeden Fall einmal checken und dann gute Newsletter schreiben. Gut. Also und jetzt, also du hast gesagt, dann optimier auf der Seite, wenn das vorne läuft, um halt die Leute in den Newsletter zu kriegen. Das habe ich verstanden. Jetzt nehmen wir da das Beispiel, ich habe einen Instagram-Kanal, das war ja bei mir so, und ich habe eine aktive Community mit 2500 Followern aufgebaut. Doch hat es mir jetzt konkret kein Geld gebracht. Was würdest du dieser Person raten? Eigentlich genau das Gleiche. Also irgendwie bei Instagram würde ich dann zum Beispiel eine Landingpage erstellen, wo man sich für den Newsletter anmelden kann, die man dann in der Instagram-Bio zum Beispiel verlinken kann und dann halt immer Werbung quasi bei Instagram dafür machen, also darauf hinweisen, dass es diesen Newsletter gibt und was da passiert und warum man sich da anmelden sollte, was man davon hat, also was man für Nutzen davon hat, wenn man sich da anmeldet und dann die Leute in den Newsletter holen, gleiches Prinzip. Gut, und dann habe ich noch ein drittes Fallbeispiel aufgeschrieben. Ich habe schon einen Newsletter, in dem ich monatlich noch mehr Infos rausgebe. Also ich schreibe da monatlich, das bringt mir jetzt irgendwie doch kein Geld. Was rätst du dieser Person, wenn ich jetzt vor dieser Hürde stehe? Bisschen schwierig, ohne zu wissen, was dann in den Newslettern drinsteht. Aber grundsätzlich, vielleicht ist irgendwie einfach nicht genug Problembewusstsein sozusagen bei den Leuten da. Also, dass sie einfach noch nicht sehen, warum sie was kaufen sollten, so was sie davon haben. Vielleicht liegt es daran. Also, wenn man jetzt einen guten Pinterest-Account hat und den ganzen Traffic mit Formularen spielen und die Leute ins Formular, in den Newsletter reinbringen. Bei Instagram wäre es so, dass man sich eine Landingpage erstellen könnte und so. Ihr könnt übrigens auch schon Landingpages mit den Newsletter-Tools mal erstellen, wenn ihr noch ganz am Anfang seid. Das geht gut und sieht auch toll aus. Also bei mir hat es funktioniert. Und dann noch, wenn ihr jetzt einen Newsletter schon macht, habt, aber irgendwie noch kein Geld verdient, dass ihr dann wirklich beim Wording, macht ihr wirklich auf die Produkte aufmerksam oder gebt ihr einfach noch viel mehr, einfach nur Content und dann hat man noch mehr so. Also ja. Da müsstet ihr beim Schreiben Acht geben. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, richtig. Üben zu verkaufen. Genau. Ja, und jetzt ist noch was, wie schaffe ich es, dass meine E-Mails auch gelesen werden? Also, da ist auf jeden Fall tatsächlich auch ein wichtiger Faktor, auf jeden Fall die Regelmäßigkeit, mit der man schreibt. So, also wenn man nur einmal im Monat oder noch seltener tatsächlich eine E-Mail schreibt, dann wird die Öffnungsrate, also der Anteil der Leute, die wirklich die E-Mail öffnen und lesen, halt deutlich geringer sein, weil die Leute sind es einfach nicht gewöhnt, so dass halt eine E-Mail kommt. Das heißt, Regelmäßigkeit ist da auf jeden Fall schon mal ganz wichtig. Und dann kann man eben zum Beispiel an der Betreffzeile noch arbeiten. Also, dass man überlegt, wie kann ich neugierig machen auf den Inhalt in der E-Mail, dass man da ganz viel ausprobiert, einfach verschiedene Sachen auch. Also, dass man zum Beispiel mal eine Frage in den Betreff reinpackt oder mal nur ein Wort zum Beispiel. Das finde ich auch immer ganz cool. Eigentlich kann man ganz gut ausprobieren. Und einfach da so ein bisschen rumspielt quasi und ausprobiert, was halt gut funktioniert. Aber das ist auch immer, was gut funktioniert, ist auch oft abhängig tatsächlich von der Zielgruppe zum Beispiel. Okay, aber die Regelmäßigkeit ist ein Thema und die Betreffzeile, dann arbeite ich an dem. Ja. Was ist ein beliebter Newsletter-Rhythmus? Ich habe schon gehört, du machst 3-mal die Woche und ich mache so 2-mal im Monat, wahrscheinlich etwas dazwischen. Genau, also 2-mal im Monat ist, finde ich, das absolute Minimum. Am besten, ich würde mit wöchentlich starten. So, und dass man da erstmal einen guten Rhythmus reinkriegt und im Zweifel kann man dann auch zum Beispiel auf 2-mal die Woche gehen. Also, keine Ahnung, 3-mal die Woche klingt auch erstmal super viel,
aber funktioniert halt auch super gut, weil man muss halt überlegen, dass man halt dann viel präsenter ist bei den Leuten, ne? Je mehr man schreibt, desto präsenter ist man einfach. Und deswegen funktioniert es für mich gerade auch sehr gut. Super. Welche 5 wichtigen Tools im E-Mail-Marketing empfiehlst du? Also gib uns gerne noch so ein paar Tool-Tipps, die du hast. Also 5 fallen mir, glaube ich, gar nicht ein. Also ich würde halt ConvertKit auf jeden Fall als E-Mail-Marketing-Tool empfehlen. Und tatsächlich reicht es auch für den Start erstmal aus, weil wie du gesagt hast, man kann damit die Anmeldeformulare machen, man kann damit Landingpages erstellen. Also theoretisch kann man damit erstmal einfach starten so. Und dann benutze oder empfehle ich ja gerne Thrive Leads für die Formulare quasi. Thrive Leads ist mittlerweile nur noch als Komplettpaket quasi in der Thrive Suite erhältlich. Da hat man dann aber zum Beispiel auch noch ein anderes Tool, mit dem man auch richtig gute Landingpages erstellen kann. Also das wären so meine beiden Empfehlungen und mehr braucht es eigentlich erstmal nicht. Also für Einsteiger ConvertKit, also allgemein als E-Mail-Tool. Und wenn ihr dann noch optimieren wollt mit Landingpages und ja, Formularen, dann könnt ihr noch 3 Leads nehmen. Genau. Wo finde ich mehr von dir und wie kann ich mit dir zusammenarbeiten? Also ich habe schon gehört, du sagst gerne. Genau, also einfach auf meiner Website leagiltjes.de, da kann man sich sehr gerne auch für mein Newsletter anmelden und genau, ansonsten ja, findet man da auch alle Infos zur möglichen Zusammenarbeit und was ich sonst noch so anbiete, also einfach auf meiner Website schauen und genau, da steht die alles. Verlinke ich unten in der Infobox und für alle, die das zeitnah sehen, Lea ist ja auch in der Online-Business-Class dabei und gibt uns ein extra Coaching, da sind wir sehr dankbar und es macht halt schon noch einen Unterschied, wenn man wirklich eine Fachperson fragt, die denkt auch ganz anders, als vielleicht an Iris denkt. Also ich kann euch da schon auch weiterhelfen, aber Lea ist ja dann auch da und die ist meistens auch in der Facebook-Gruppe da, also wenn ihr das starten wollt, kommt in die Online-Business-Class und meldet euch bei Lea im Newsletter an, das lohnt sich. Yes. Gut, dann würde ich sagen, tschüss. Tschüss.